Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar Mitarbeiterkommunikation und Zusammenarbeit im Homeoffice von Carsten Rossi von Kammann Rossi. Bevor ich gleich das Wort an Carsten übergebe und das Webinar losgeht, möchte ich Ihnen noch ganz kurz organisatorische Details zeigen, die Sie vielleicht jetzt auch schon kennen, weil Sie in den Vorgängersessions dabei waren. Vielleicht ist auch jemand neu dabei, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Sie können das ganze Webinar über Fragen stellen. Dazu nutzen Sie bitte in Ihrem Bedienpanel unten rechts die Option für Fragen. Dort können Sie auch Anmerkungen machen, wenn beispielsweise etwas nicht gut zu hören ist. Aber da können Sie auf jeden Fall Ihre Fragen stellen. Am Ende der Session werden wir uns dann einige wenige Fragen aussuchen und diese dann diskutieren. Ansonsten noch der Hinweis, Sie sind stumm geschaltet. Das heißt, wir können Sie weder sehen noch hören. Das nur als Information für Sie. Und das war's schon von mir. Ich möchte gar nicht mehr Zeit rauben und übergebe das Wort an Carsten. Super, vielen Dank. Wir sehen uns dann am Ende wieder. Ja, gut. Diejenigen, die den Bildschirm schon länger verfolgt haben, fragen sich vielleicht, warum ich Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer als erstes Slide hier habe. Na, man hört es vielleicht schon daran, wie ich rede. Es wird sehr viel in sehr kurzer Zeit. 30 Minuten sind nicht besonders viel und ich versuche das Thema recht umfassend zu erschlagen. Die Idee ist aber folgende: Ich gehe durch alles einmal durch, was ich habe. Und wer diese Präsentation dann direkt haben will, also die ist online, die ist mit einem neuen Tool erstellt namens Paste, der schickt mir einfach eine Mail an c.rossi@kammannrossi.de und kann die sofort haben und im Zweifelsfall verwenden, falls er darin etwas zu verwenden findet. So, das Thema für heute: Mitarbeiterkommunikation und Zusammenarbeit im Homeoffice. Mit wem haben Sie es hier zu tun? Ich bin Geschäftsführer einer Agentur aus Köln und London, Kammann Rossi. Wir sind relativ alt, 72, 30 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt liegt vor allen Dingen auf interner Kommunikation, Change-Kommunikation, aber auch sehr viel Corporate Publishing, Content Marketing. Wir sind vor allen Dingen in der Digitalisierung sehr stark. Ich habe jetzt einfach nur mal ein Beispiel hier genommen. Das ist die Echt Klar von der Deutschen Bank, vom Deutsche Bank Fernverkehr, wo wir auch mitkonzipiert haben und so weiter. Das nur so als kleiner Kompetenzbeweis und damit Sie es wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Okay, worüber reden wir heute? Also, sorry, we are closed, but still awesome. Es geht darum, in schwierigen Zeiten, wenn Menschen Mitarbeiter im Homeoffice sind, trotzdem arbeitsfähig zu bleiben. Ich mache da ein Rundum-Paket heute. Ich werde über die folgenden Dinge sprechen, von denen ich glaube, dass sie wesentlich sind, um auch in einem Lockdown oder vielleicht auch in der Zukunft in dieser Art und Weise weiterzuarbeiten. Wichtig ist zunächst, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter mitzustellen. Wir sind hier im Umfeld interne Kommunikation, das heißt, ich muss meine Mitarbeiter erreichen. Die Kommunikation, die ich durchführen muss, muss transparent sein für alle. Ich muss Prozesse ermöglichen. Zumindest kann ich über diejenigen reden, die bei sogenannten Office-Workern stattfinden. Ich muss natürlich die Produktivität hochhalten, auch wenn ich im Homeoffice bin. Und nicht zuletzt ist eine der Aufgaben, die man in der internen Kommunikation hat, das Teamgefühl weiterhin zu haben oder vielleicht sogar extra zu stärken. Damit das ein bisschen mehr nach Agentur klingt, gibt es diese fünf Begriffe natürlich auch irgendwie auf Englisch und als Alliteration. Das heißt, ich rede über die Punkte Companion, Communication, Collaboration, Continuity und Community. So, das erste ist grundsätzlich erstmal die interne Kommunikation als Begleiter. Das heißt, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter sicherzustellen. Es gibt drei wesentliche Faktoren in Zeiten wie diesen, wenn ich die Mitarbeiter nicht an einem Platz habe und nicht über ihre normalen Kanäle erreichen kann. Das erste ist, ich muss schnell sein. Alle Mitarbeiter müssen in Echtzeit erreichbar sein. Das zweite ist, es muss transparent sein. Das heißt, es darf keinen Informationsstau geben. Jeder muss erreichbar sein, egal wo er ist. Und es muss umfassend sein. Das heißt, ich muss schon die Möglichkeit haben, auch nicht nur einfache E-Mails zu verschicken, sondern verschiedene Informationstypen, auch mal ein Video zu verteilen, etc., um halbwegs handlungsfähig zu sein. Wenn ich sage schnell, transparent und umfassend, dann würde ich das zum aktuellen Status übersetzen in erstens, diese Kommunikation muss digital sein, Print ist zu langsam, sie muss mobil sein, weil wir alle unsere Mobilgeräte dauernd in der Hand haben und sie muss in einem Hub organisiert sein, das heißt in einer größeren Content-Einheit, sodass ich auch verschiedene Informationstypen dort platzieren kann. Der klassische Weg, wenn wir kein Office, Homeoffice haben, ist das Intranet. Das Problem ist, viele der Mitarbeiter aus der Produktion haben darauf keinen Zugriff. Manche jetzt
obwohl sie zu Hause sind, auch nicht, weil es vielleicht keine VPN-Verbindung gibt. Das heißt, das fällt meistens flach. Social Media kann ich nutzen. Es gibt auch Sachen über WhatsApp-Gruppen etc. Da haben wir das Problem mit dem Datenschutz. Aus meiner Sicht ist aktuell die beste Möglichkeit, eine Web-App oder App zu nutzen, weil die auf jeden Fall auf jedem Gerät und idealerweise auch auf dem privaten Gerät funktioniert. Zwei Möglichkeiten sind aus meiner Sicht dabei besonders erfolgversprechend. Das eine ist, Sie können auf dem aufsetzen, was Sie vielleicht am Mitarbeitermagazin haben, wenn Sie das schnell digitalisieren können. Es gibt eine Plattform, die heißt Folion, die nutzen wir hier in der Agentur. Die hat den entscheidenden Vorteil, dass man vorhandene oder vorbereitete Inhalte eines Magazins oder eben der Krisenkommunikation innerhalb von 3 Tagen online bringen kann. Das Ganze ist dabei schön, es ist kein PDF, sondern es ist komplett responsiv. Ich kann es auf allen Plattformen nutzen, Tablets und so weiter und so fort. Wenn Sie ein externes Hosting haben, kann ich auch das sofort an alle extern arbeitenden Mitarbeiter und Produktionsmitarbeiter verteilen. Zugriffe kann man klären über E-Mail, über Zugangscodes und so weiter. Das Schöne dabei ist, es ist auch umfassend, denn es sind alle Medienformate möglich. Also es kann Video sein, es kann Text sein, es kann Audio sein, was auch immer Sie wollen. Preis, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, das geht so ungefähr ab 5.000 Euro los pro, nennen wir es mal, Publikation. Also 5.000 Euro innerhalb von 3 Tagen, das ist eigentlich relativ schnell, würde ich sagen. Das sieht dann ungefähr so aus, ne? Also ich kann es hier auf dem Desktop angucken, ich kann es auf dem Handy angucken. Und es ist damit transparent und aus meiner Sicht auch umfassend. Eine weitere Möglichkeit, die es zum Beispiel gäbe, sind Mitarbeiter-Apps. Davon gibt es ja einige. Wir kennen am besten Staffbase. Da gibt es zurzeit das Angebot von Staffbase Now. Das Basispaket steht innerhalb eines Tages zur Verfügung und nach 3 Tagen kann es für alle Mitarbeiter live gehen. Ich kann mir sehr genau aussuchen, wem ich was schicke. Ich kann aber auch alle Mitarbeiter gleichzeitig erreichen. Und es sind auch hier viele Medienarten und Formate möglich. Plus natürlich auch solche Dinge wie Interaktionen, Likes und so weiter und so fort. Das ist allerdings ein bisschen teurer. Das geht normalerweise ungefähr bei 20.000 Euro los. Für etwas größere Organisationen kann sich das aber durchaus lohnen, weil man auch längerfristig mit einer Mitarbeiter-App darauf aufsetzen kann. Das sieht dann ungefähr so aus. Desktop-View, Handy-View. Ich habe auch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Push-Apps. Irgendwann ist es halt nicht nur eine Web-App, sondern auch eine native App. Das funktioniert ganz schön. Auch das bin ich nach 3 Tagen eigentlich handlungsfähig. So, was mache ich jetzt mit diesen Tools, wenn ich sie habe? Wer noch mehr Empfehlungen braucht, kann sich hinterher auch an die E-Mail-Adresse wenden, aber ich muss mich ja sozusagen ein bisschen beschränken. 8 Minuten sind nämlich schon rum. So, grundsätzlich, es gibt ein verstärktes Kommunikationsbedürfnis. Bei den Mitarbeiter-Apps, die wir betreuen, haben wir das gesehen. Da haben wir schon nach der ersten Woche Krise Steigerung der Zugriffe um 80% gehabt. An den Wochenenden wesentlich mehr Zugriffe. Einzelne Artikel, gerade die zum Thema Krise, wurden immer öfter besucht und so weiter. Was wir empfehlen, sind, das auf jeden Fall zu füllen mit einigen Basisformaten für die interne Kommunikation. Ich glaube, dass es regelmäßige News-Updates braucht. Das heißt sozusagen, was passiert innerhalb des Unternehmens, was passiert außerhalb. Es sollte regelmäßig ein zur Lage geben, das heißt, dies kontextualisieren, idealerweise durchs Management. Was bedeutet Nachricht A für uns? FAQs sind sehr hilfreich. Viele Fragen werden oft gestellt. Das entlastet auch das Personal. Alle wichtigen Kontakte sollten zur Verfügung gestellt werden. Dokumente, die man braucht. Und im Zweifelsfall auch solche Dinge wie zum Beispiel Weiterbildungskurse für schnelle Anpassung. Ich habe hier so ein paar Dinge einfach mal aus dem Web gefischt. Also sowas hier, wie es der DPD-CEO gemacht hat, ist sehr sympathisch. Das heißt wirklich hinzugehen und das Ganze mal einzuordnen, was gerade passiert. Es gibt hier solche Dinge wie zum Beispiel einfach mal in wenigen Slides zusammenzufassen, wie führe ich ein externes Meeting oder ein Videomeeting durch. Es gibt Weiterbildungsangebote zum Thema Datensicherheit. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn die Infrastruktur auf einmal dezentral ist. Oder Sachen zum Thema Ergonomie, wie vermeide ich Rückenschäden am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch noch, neben diesen reinen Basisformaten, also um grundsätzlich mal die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen, sogenannte Organizational Health Formate. Auch jetzt kann man über Dinge reden, die man erreicht hat, Projektupdates. Ich kann Galerien machen über meine Teams. Throwbacks sind sehr schön, kennt man aus dem Fußball. Was haben wir eigentlich vor einem Jahr gemacht, um so ein bisschen Kontinuität herzustellen, etc. Also ich würde auch da ein bisschen, na, nicht gerade privat, aber inoffizielle vielleicht Informationen drunter mischen, auch auf diesen Plattformen. Ne?
Eventuell kann man das sogar in Social Media spielen. Adecco macht das hier, zeigt seine Mitarbeiter im Web, oder die Arak macht das sehr schön, die zeigt ihre Mitarbeiter im Homeoffice. Das ist auch nochmal ein spezieller Ausdruck von Wertschätzung. So, kommen wir schon zum dritten Teil. Das ist das Thema Collaboration, Zusammenarbeit. Jetzt geht es um Office Worker, die im Homeoffice sitzen, weil ich kann natürlich nichts leider für verarbeitende Betriebe an der Stelle sagen. Wichtig, wenn Sie dort die Arbeits- oder die Funktionsfähigkeit herstellen wollen, sind aus meiner Sicht drei Faktoren. Erstens, es muss niedrigschwellig sein. Mitarbeiter müssen das System wahnsinnig schnell verstehen können. Es muss überall verwendbar sein. Nicht jeder hatte zurzeit die Möglichkeit, irgendwie 1000 oder 500 oder auch nur 100 gleiche Notebooks zu kaufen. Das heißt, es muss auf jeder Plattform funktionieren. Und idealerweise ist es sehr agil in der Hinsicht, dass es in jedem Funktionsumfang genutzt werden kann. Also es sollte möglichst viele Tools out of the box bieten. Ob Sie jetzt nun ein Zahlenmensch sind oder ein Organisator oder ob Sie Abstimmungen brauchen, das sollte alles da sein. Aus meiner Sicht ist die zurzeit beste Lösung Office 365. Erstens kennen wir die meisten Tools alle schon. Zweitens funktioniert es wirklich überall. Es funktioniert auf Macs, auf Tablets, auf den Windows-Umgebungen. Bei Linux bin ich mir nicht ganz sicher, aber die meisten Umgebungen sind damit abgedeckt und es hat alles, was man braucht. Also es geht von Word bis Outlook. Es gibt einen Planner, man kann Videos damit abspielen und so weiter. Das Schöne dabei ist auch, dass es von Microsoft zurzeit auch eine 6-monatige kostenlose Testlizenz gibt, die man über Systempartner beantragen kann. Findet Word nur im Browser statt, es lässt sich aber halbwegs gut benutzen, das haben wir selber auch bei uns ausprobiert. Der wichtigste Teil dieser Lizenz ist Microsoft Teams. Microsoft Teams ist die Kommandozentrale oder Kommunikationszentrale, denn dort gibt es einen zentralen Chat und Newsfeed. Es gibt offene und private Channels. Es gibt einen gemeinsamen Kalender. Ich kann Team-Meetings über Video und Audio organisieren und die wirklich in der Qualität immer noch sehr, sehr gut sind aktuell. Und ich habe eine Vielzahl von anderen Anwendungen. Ich kann Umfragen erstellen, Notizen, Protokolle, ich kann Wiki anlegen und so weiter. Und das alles eng verbunden mit den Office-Produkten, das heißt mit Word, Excel etc. So sieht das aus. Wer das ein bisschen näher sehen will, dem kann ich unsere Instanz gerne mal zeigen. Der schickt mir einfach eine E-Mail. Ansonsten haben wir leider nicht die Zeit, da im Detail durchzugehen. Es ist aber wirklich verdammt einfach zu benutzen. Grundsätzlich mal, und die meisten haben es. Ein paar Alternativen wären von Google, die G Suite zusammen mit einem Hangouts-Chat, wie das so schön heißt. Das Problem ist da immer so ein bisschen der Datenschutz. Bei Microsoft sind wir damit fast auf der sicheren Seite, bei Google eher weniger. Es gibt Atlassian, kann man zusammen mit Slack benutzen und natürlich für Videokonferenzen etc. gibt es Zoom und GoToMeeting. So, jetzt einmal Luft holen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist das Thema Kontinuität sicherstellen. Denn das eine ist, solche Tools schnell einzuführen, beziehungsweise schnell zu verteilen. Das ist relativ einfach gemacht. Ich verschicke ein paar Links. Bei der E1 Suite müssen Sie sich nicht mal groß was installieren, sondern das findet alles im Browser statt. Dann sind die Tools alle da. Aber wir haben es jetzt schon einige Male erlebt, dass Geschäftsführer, CEOs etc. davon ausgehen, dass das jeder automatisch bedienen kann und weiß, wie man am besten damit arbeitet. Das ist aus meiner Erfahrung nicht der Fall. Denn ich brauche eine Begleitung. Am Ende ist es ein Change, den wir zurzeit erleben. Und wenn wir den gut haben wollen, dann müssen wir verschiedene Dinge tun. Wir müssen die Leute motivieren, das auch zu benutzen, auch wenn sie es vorher nicht kannten. Wir müssen sie befähigen, es gut zu nutzen. Und wir müssen sie betreuen, damit sie es auch nachhaltig nutzen. Bei uns in der Agentur heißt das im Framework Engage, Enable, Embed. Das heißt, wir müssen Aufmerksamkeit für die Tools generieren. Wir müssen durch kleine Trainings Nutzungskompetenz vermitteln und müssen letztlich zumindest für die Zeit, die wir hier haben, auch Arbeitskultur und Prozesse anpassen. Fangen wir mit dem ersten an. Engage. Dinge, die sich bewährt haben, ist an dem Tag, an dem es verteilt wird, kleine Audio- oder Videobotschaft der Geschäftsführung an alle, um ein bisschen positive Stimmung dafür zu machen, vielleicht auch eine Start-E-Mail mit den wichtigsten Informationen gleich versenden. Weitere Ideen, die man machen kann, wichtige Multiplikatoren oder Führungskräfte kriegen eine Sonderbehandlung, weil das sind immer noch diejenigen, die es im Zweifelsfall fördern oder blockieren. Man kann, wenn man die Zeit und das Geld hat, auch Infoflyer und Karten verschicken. Ich kann sogar Giveaways verschicken. Aber um ehrlich zu sein, tut das zurzeit die wenigsten, denn wir haben andere Probleme. Dann geht es um das Thema Nutzungskompetenz vermitteln. Ich glaube, Word brauchen die meisten keine Einführung mehr. Was wir aber brauchen, ist eine Einführung für Teams. Das heißt, ich würde für Tag 1 ein Kickoff-Training anbieten. Das kann live sein, das kann on demand sein. Ich kann auch Video-Tutorials verlinken.
Ich sollte digital verfügbare Handbücher verlinken und es gibt ein paar andere Dinge, mit denen ich Wissen weitergeben kann. Natürlich für die wichtigen Leute wieder ein bisschen hier Personal Training, Coaching, auch wieder FAQs anlegen, Lunch and Learn Geschichten, das heißt einfach mal zusammen am Bildschirm essen und ein paar Sachen vorführen. Und was natürlich hilft, Selbstcoaching-Gruppen. Sie haben immer Leute im Unternehmen, die mehr wissen als andere. Die mit den Nichtwissern zusammenzupacken, ist, glaube ich, eine gute Idee. Microsoft selber bietet da übrigens relativ viel an. Also hier gibt es auch entsprechende Links, Unterstützung von Remote-Mitarbeitern. Selbst die Begrüßungs-E-Mail können Sie nehmen und für sich anpassen. Da gibt es verschiedene Sachen. Und rund um Office 365 gibt es ein ganz großes Schulungscenter. Also Sie müssen, natürlich werden verschiedene Menschen nicht unglücklich sein, wenn Sie es bei Ihnen bestellen, aber Sie kriegen auch schon relativ viel von Microsoft vorgebaut. So. Es gibt auch andere Angebote, einfach nochmal zum Thema Homeoffice. Zum Beispiel gerade von SAP kann ich sehr empfehlen, diese Remote Readiness and Productivity Academy, die umfasst sehr viele verschiedene Themen, die ist zurzeit kostenlos. Da kann ich eine umfassendere Weiterbildung machen. Sie können informelle Formate nutzen, gerade auch für spezielle Situationen, zum Beispiel Menschen, die mit Kindern im Homeoffice arbeiten. Da können Sie vielleicht untereinander beschreiben lassen, sozusagen, wie man das am besten organisiert. Und es gibt auch ganz andere Ideen, wie zum Beispiel sogenannte Serious Games. Das heißt, wenn ich Wissen über etwas vermitteln will, kann ich auch sagen, was sind die fünf wichtigsten Features nach Microsoft unseres Tools? Und ich schicke die Leute auf so eine Art Schatzsuche, entweder innerhalb von Teams oder im Web. Also eine etwas spielerische Auseinandersetzung mit dieser Thematik kann unter Umständen auch mal helfen. Das dritte ist, Arbeitskultur und Prozesse langfristig anzupassen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist ein Monitoring aufzusetzen. Was nützen mir die Tools, wenn ich weiß, dass sie niemand benutzt? So. Und wenn sie niemand benutzt, dann kann das verschiedene Gründe haben. Meistens liegt es aber daran, dass die Leute nicht wissen, wie sie benutzen. Das heißt, wirklich gucken, wie die Leute damit umgehen und im Zweifelsfall einfach fragen. Das heißt, ein Post veröffentlichen, kommt ihr damit klar, wie oft nutzt ihr das, kleine Umfragen machen, etc. Diejenigen, die ich in den Selbsthilfegruppen habe, die kann ich auch zu Change Agents ernennen. Das haben wir auch schon in sehr kleinen Organisationen. Da ist zum Beispiel ein Architekturbüro, 40 Leute. Da gibt es einen, der sozusagen der Change Agent ist. Man muss dem ein bisschen Ressourcen geben und man muss dem auch ein bisschen Zeit geben. Aber das hilft natürlich sehr, wenn man nicht alles über einen zentralen Support regeln muss. Weitere Ideen, die es immer wieder gibt, sind zum Beispiel, ich kann schnelle Best-Practice-Kommunikation machen. Das heißt, wenn jemand das Tool wirklich gut genutzt hat oder wir haben gesehen, eine Videokonferenz hat funktioniert, dann kann man das mit den anderen teilen. Für ältere Mitarbeiter hat sich Reverse Mentoring bewährt. Das heißt, ich schnalle einen jüngeren und einen älteren Mitarbeiter oder einen weniger fitten mit einem fitten Mitarbeiter zusammen. Das hilft manchmal ganz schön, so im Tandem sich langfristig dadurch zu hangeln. So, jetzt brauche ich einmal. Das heißt zwar atemlos und nicht trockener Mund, aber ich glaube, das hängt zusammen. Der letzte Punkt ist aus meiner Sicht nochmal ganz besonders wichtig. Es ist das Thema Community. Weil was wir ja erleben und was sozusagen das größte Thema eigentlich ist, wir werden auseinandergerissen und all unsere normalen Routinen, die uns zusammenhalten, das heißt das Zusammenstehen an Kaffeemaschinen, an Wasserkühler oder das gemeinsame Essen gehen, all das entfällt. Wir bleiben aber trotzdem soziale Wesen. Insofern müssen wir auf die Entfernung irgendwie dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem gut miteinander umzugehen und ein Team zu bleiben. Das aus meiner Sicht erreicht man das mit drei unterschiedlichen sogenannten Workstreams. Das eine ist, ich muss eine Struktur schaffen. Das heißt, als Ersatz für die eingeübten Prozesse am normalen Arbeitsplatz brauche ich neue Abläufe und Ankerpunkte im Homeoffice. Dann haben wir das Thema Kontext. Der Ein-Personen-Arbeitsplatz führt dazu, dass wir alle ziemlich stark im Tunnel sind. Das heißt, es muss uns immer wieder jemand rausreißen und unseren Blick für das große Ganze öffnen. In diesem Fall das große ganze Arbeitsthema. Und das Dritte ist, wir brauchen emotionalen Zusammenhalt. Das heißt, wir brauchen neue emotionale Routinen, die wir mit Hilfe guten Community Managements intern aufsetzen müssen. Nicht anders, als wir das sonst vielleicht in Social Media tun. Virtuelle Routinen, die man nutzen kann, zum Beispiel am Thema Teams. Was sich bewährt hat, ist jeden Morgen,
was wann immer ihre Arbeitszeit ist, mit so einer Art Stand-up beginnen. Das heißt, entweder auf Teamgröße oder Unternehmensgröße, je nachdem, wie groß sie sind, zu sagen, wir treffen uns um 9, 9:30 Uhr sozusagen und machen wie aus dem agilen Umfeld, aus dem Scrum-Umfeld abgeleiteten Dailies. Das heißt, jeder hat 30 Sekunden, 60 Sekunden, um zu sagen, was er vorhat, was ihn gerade behindert und was das Ziel des Tages ist. Das heißt, alle den Tag gemeinsam starten. Oder zumindest 2-3 Mal die Woche ist sehr hilfreich. Das kann man mit den Video- und Audio-Calls in Teams sehr schön machen. Ich kann dabei auch meinen Bildschirm teilen. Ich habe ein Whiteboard zur Verfügung, mit dem ich arbeiten kann. Was dann in vielen Fällen sehr hilft, ist das, was ich dort sage, in den Planner einzutragen. Das ist ein Kanban-Board, da trage ich mein Ziel für den Tag ein und kann es abends hoffentlich auf erledigt schieben. Also das bringt so ein bisschen Transparenz, auch für Chefs, die Angst haben, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice nur Netflix gucken. Was Sie aktiv nutzen können, sind Statusmeldungen. Ich bin am Platz oder ich bin nicht am Platz. Das ist der Ersatz für, ich gucke bei jemandem an den Platz. OneNote ist eingebaut, Protokolle, das heißt, alle möglichen Formen von Vereinbarungen müssen für alle transparent sein. Das heißt, Protokolle an einer zentralen Stelle ablegen, zum Beispiel innerhalb von OneNote. Das Wichtigste ist, klare, also die zwei wichtigsten Dinge kommen jetzt, klare Regeln zur Ablage und Bearbeitung von Dokumenten. Wo liegen die Dokumente? In welchem Ordner? Wie heißen die Dokumente? OneDrive hilft da sehr, da kann ich es mit allen teilen. Trotzdem, es geht wahnsinnig viel Zeit verloren, wenn Dokumente nicht zur Verfügung sind. Und das nächste ist klare Regeln für die Kommunikation. Was wird per E-Mail gemacht? Was wird per Chat gemacht? Und was wird im Newsfeed gemacht? Auch da geht nämlich sonst, und wir haben das in der Agentur auch nach 5 Jahren immer noch dieses Thema, sonst geht sehr viel Energie damit verloren. Wo habe ich denn nochmal die Nachricht bekommen? War das jetzt im Chat? War das per E-Mail etc.? Da sollten klare Regeln herrschen. Basisinformationen und Regeln für die gemeinsame Zusammenarbeit können Sie relativ leicht zugänglich ablegen. Dafür gibt es zum Beispiel die Wiki-Funktion. So, da kann man dann nochmal gucken, wie Arak macht das ganz schön. Der Jakob Buzul, der Social Media Mensch, berichtet davon immer, der berichtet auch von den eigenen Routinen. Die haben zum Beispiel immer so einen Wake-up-Call. Und da kann man auf LinkedIn mal ganz schön sehen, die machen da ganz schöne Arbeit und man kann vielleicht auch das eine oder andere von denen lernen. So, dann das zweite Thema war sozusagen Kontextwissen. Auch hier auf der Arbeitsebene sollte eher mehr und nicht weniger kommuniziert werden von Chefs, Teamleitern und so weiter. Das heißt, Sie sollten relativ offizielle Formate haben, wo Arbeit gewürdigt wird, wo Arbeit vorgestellt wird. Das sollte regelmäßig erfolgen und formal wiedererkennbar sein, persönlichen Absender haben. Bei uns mache ich das, beziehungsweise meine Kollegin Frau Kirchhöfer. Und idealerweise auch audiovisuell, das heißt als Video oder als Ton oder was auch immer. Wichtig ist, nicht jeder ist alleine, sondern es gibt das Team. Das Team wird vorgestellt, die Gesamtarbeit wird vorgestellt, die Erfolge oder im Zweifelsfall halt auch die Misserfolge. Dieser Kontext muss hergestellt werden. Wir sind manchmal sehr, sehr schnell, sehr alleine und sehr verloren in unseren Homeoffices. Und dann haben wir das letzte Thema. 3 Minuten habe ich noch. Wir brauchen stärkere emotionale Signale als bei räumlicher Nähe. Also stärkere digitale emotionale Signale. Das heißt, idealerweise haben Sie jemanden, der sich ums Community Management kümmert. Idealerweise haben Sie in der internen Kommunikation jemanden schon im Team, der das kann. Wenn nicht, sollte sich einer oder eine dort reinarbeiten. Ich würde versuchen, durchaus auch kreativ zu sein, ungewohnte und inoffizielle Formate zu benutzen. Also mit Hashtags zu arbeiten, interne Challenges zu machen, regelmäßig Umfragen zu stellen, vielleicht auch mal solche, die nicht besonders sinnvoll sind, mit Memes und GIFs zu arbeiten. Das ist Spielerei, ja, gebe ich zu, aber für einen Moment ist das Entspannung oder es ist witzig und es zeigt den Leuten, dass wir uns um sie kümmern. Man kann Pausenspiele vorschlagen. Ich kann virtuelle Tagebücher machen. Es gibt Blogparaden, Videokonferenzen. Also es gibt die unterschiedlichsten Geschichten. Ich habe noch mal ein paar eingesammelt auf LinkedIn. Also sowas ist relativ leicht hergestellt. Das kann ich jeden Abend posten sozusagen, wenn um 18 Uhr vielleicht Schluss ist, wie immer das bei Ihnen geregelt ist. Das hier war so ein schönes Meme von GIF. Von GIF und Sixt. So. Ich kann mich freuen. Ich kann mich mit einem Smiley freuen oder ich kann mich natürlich so freuen. Das Ding ging vor ein paar Jahren mal viral. Ich fand das ganz lustig. Es geht darum, visuelle Information ist stärker, witzige visuelle Information ist noch stärker. Also wir wollen Emotionen ersetzen, deshalb schlage ich diese Dinge vor. Ich kann natürlich solche Sachen machen, das lasse ich jetzt mal oder ich lasse ganz kurz anspielen, das ganze Thema Homeoffice nochmal beschreiben und transparent machen. Das heißt, was tue ich wo zu Hause, was tut gerade jeder, wie sehen meine Homeoffices aus? Das hier finde ich sehr schön, so ein Amtsverrat. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch auf LinkedIn gefunden. Das kann ich die Mitarbeiter natürlich teilen lassen und das kann ich sie auch
teilen lassen in Form einer Challenge. Wer hat das beste Bild? Es gibt hier, das kann man über Wochen machen. Woche 1, was mir im Homeoffice gut gefällt, was ich gern ändern möchte und so weiter. Ja, noch eine Minute. Es gibt Back-Challenges. Wer macht den besten Kuchen? Wer macht die beste Bolognese? Man kann sich auch zum gemeinsamen Spielen verabreden. PS4-Turniere, solche Dinge funktionieren natürlich auch. Man kann natürlich auch, okay, muss man jetzt wollen. Also das hier war Jerome Boateng mit einer Klopapierrolle. Auch solche Challenges gehen im Zweifelsfall. Es gab den Colorful Monday. Jeder zieht sich montags möglichst bunt an und stellt ein Bild davon online. Insgesamt, ich würde stärker auf emotional und im Zweifelsfall auch mal auf ein bisschen peinlich setzen, weil das die Leute schon sehr stark aus dem Tunnel holt. Grundsätzlich natürlich aber auch hier ein paar Regeln. Sie brauchen Social Media Guidelines auch für intern. Sie sollten regelmäßig die Stimmung monitoren, wie das so schön heißt. Im Zweifelsfall einfach sagen, je mehr Likes für meine Nachricht, desto besser geht es der Organisation. Und bei starken negativen Veränderungen reagieren sie sofort, nicht warten. Also bei uns gibt es eine tägliche Umfrage. Wer mit einem traurigen Smiley sich meldet, sozusagen, oder wer einen traurigen Smiley zurückmeldet, kriegt von mir sofort eine Nachricht und erklären, was gerade aktuell sein Problem ist. Auch hier gibt es natürlich kostenlose Angebote, wie von vielen, zum Beispiel von Qualtrics kann man sozusagen so ein Monitoring auch ganz groß aufsetzen. Ne? Da kann ich dann fragen Sie Ihre Mitarbeiter, ob es Ihnen gut geht, fragen Sie, ob Sie alles haben. Da gibt es ganz schöne Tools, die man nutzen kann. Das Einfachste ist wirklich, über Likes abstimmen zu lassen, wenn Sie jetzt kein großes Tool anschaffen wollen. Grundsätzlich gilt auch hier, ein virtuelles Team ist man nicht, sondern ein virtuelles Team wird man. Das heißt, es ist etwas, was Begleitung braucht, damit es am Ende des Tages gut funktioniert. So. Ich wäre soweit und da ist die Desiree auch schon wieder. Super, ja, da schalte ich mich gleich wieder ein. Es gibt nämlich auch Fragen. Und zwar erstmal vielen Dank an dich, Carsten. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Gerne. Und eine Teilnehmer hat die, beziehungsweise eine Teilnehmerin hat die Frage zu SharePoint. Gibt es hier datenschutzrechtliche Einschränkungen? Was sollte man beachten, wenn man unter Umständen vertrauliche Dokumente hochladen möchte? Also es gibt, da gibt es zwei Ebenen. Grundsätzlich von allen sozusagen File-Strukturen, wo ich öffentlich teilen kann, ist Microsoft am nächsten dran aktuell sozusagen zur DSGVO-Compliance. Das heißt, alle neuen Instanzen werden auch in Deutschland aufgesetzt. Es gibt immer noch ein kleines Problem mit ab und zu mal sozusagen Datenaustausch mit amerikanischen Servern. Grundsätzlich, wenn man Datenschutzbeauftragte fragt, funktioniert das hier eigentlich ganz gut. Ansonsten ist das größte Risiko bei SharePoint und letztendlich auch bei OneNote, ich muss die Zugriffsrechte sehr, sehr stark sozusagen beobachten. Das heißt, ich muss eigentlich Gruppen bilden und muss dann sagen, wenn ich HR-Dokumente habe, kann auch nur die HR darauf zugreifen. Also das sozusagen Steuern von Zugriffsrechten ist der wichtigste Teil. Okay. Und eine weitere Frage, wo sollten denn solche Regelungen, auf welchem Kanal man was kommuniziert, am besten abgelegt werden? Also wenn wir bei dem aktuellen Setting bleiben, würde ich es erstens in Teams niederlegen, das heißt in Teams, also in einem Wiki. Das Wiki ist relativ leicht zu erreichen und würde ehrlich gesagt dann aktuell alle 2 Tage einmal mit einem Post daran erinnern, dass die Regeln dort liegen. Okay. Gibt es von den Teilnehmern noch weitere Fragen? Ansonsten stelle ich Ihnen in den Chat schon mal die nächsten Links für die nächsten Sessions. Wir haben jetzt um 11.45 Uhr die Möglichkeit, wieder zwischen 3 Sessions zu wählen. Einmal ist in die erste Session wäre Ad-Hoc-Einführung einer Collaboration-Plattform kommunikativ begleiten, Best Practices und Erfahrungsberichte von Lutz Hirsch von Hirschtech. Die zweite Möglichkeit wäre Office 365 und Microsoft Teams schnell einführen und richtig nutzen von Roland Klein von IPI. Oder aber das dritte Webinar, so finden Sie die richtige Software für die interne Krisenkommunikation von Ricardo Thiele von Kronsteg. Und diese Links sehen Sie gerade im Chat. Wir haben aber auch noch einen ganz kleinen Moment Zeit. Die nächste Webinar-Session geht erst um 11.45 Uhr weiter. Und wir haben in der Zwischenzeit noch Fragen bekommen. Und zwar, wann kommt die virtuelle Kommunikation an ihre Grenzen? Was geht nur persönlich?
Oder Also, anders, ich jetzt noch ein kleiner Nachsatz, Carsten, Entschuldigung. Oder anders gefragt, wann nutze ich das Video zum Gespräch, wann nicht? okay. Also aktuell, also es hängt von den lokalen Regelungen ab. Wenn es eine Möglichkeit sozusagen, wenn es in Richtung einer ausgewachsenen sozusagen Depression, einerseits psychologisch oder einer wirklich heftigen Meinungsverschiedenheit geht. Das heißt, wenn das etwas ist, was nicht einfach sozusagen im professionellen Kontext ist, dann würde ich irgendwann unter Berücksichtigung der typischen Abstandsregelungen, würde ich auch sagen, komm, wir treffen uns irgendwie an Platz A oder B. Idealerweise nimm dein Auto und nicht dein öffentliches Verkehrsmittel und dann unterhält man sich auf 1,50 Meter Abstand. Bisher habe ich es bei den Kunden und bei uns noch nicht erlebt. Das heißt, die meisten Dinge gingen mit einem One-on-One, das heißt einer direkten Videokonferenz zwischen Person und Person 1, Person 1 und Person 2. So. Bisher hat es noch funktioniert. Nur in ganz, ganz schweren Fällen würde ich im Moment dazu übergehen, zu sagen, okay, wir setzen uns auf zwei Parkbänke ein bisschen weiter voneinander weg. Alles klar. Super. Dann schließen wir damit das Webinar. Vielen Dank an dich, Carsten. Vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Sie in den nächsten Sessions zu sehen. Sehr schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.